sich, 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 Sicheloni Entertainment. Hey, was ist der Boss? Dieses Mal sind wir in Spanien unterwegs, darum ein bisschen andere Location hier. Aber nachdem wir in Spanien sind, beziehungsweise auf Malle, dachte ich mir, müssen wir doch auch mal hier die ganzen Wassis probieren. Ihr habt ja das Franzosenwasservideo so sehr geliebt oder geschlippt, wie man auch sagt, dass ich dachte, für Spanien Sprudelwasser muss es doch auch her. Und leider kann ich es nicht mit im Flieger nehmen. Darum koste ich einfach alle hier vor Ort im Hotel richtig schön peinlich, dass es hoffentlich auch jeder mitbekommt. Sehr interessant ist dieses Video natürlich auch, wenn man am Ballermann ist und man voll verkatert ist und man unbedingt ein Wasser zum Erfrischen sucht. Dafür ist genau dieses Video auch gedacht. Also rein da. Das erste Wasser ist wieder nur, um die Geschmacksknospen zu aromatisieren, um sich auszukennen. Deswegen hier der San Pellegrino, den hatten wir im französischen Wasservideo mit einem B gerated. Einfach nur, damit man weiß, wie es schmecken kann. Ihr wisst, was ich meine. Also, so schmeckt also ein B-Tierwasser. Mmh. Dann fangen wir jetzt mal mit den anderen Wassis an. Und ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt, weil ich habe leider, das ist jetzt mehr so ein Sponti-Video. Keine Ahnung, ob man mich da gut versteht und sehen kann. Ich hoffe es einfach mal. Ihr kriegt es eh um die Ohren. Und ja. Dann schauen wir mal, was hilft gegen den guten Brand vom Bierkönig. Fangen wir doch einfach mal an mit Fuenquiscala. Da steht sogar auf Deutsch drauf, Con Gas mit Kohlensäure. Ich versuche auch wieder ein bisschen schneller zu machen, damit wir nicht so Ewigkeiten brauchen. Hat schon mal keinen Legastheniker, Verschluss schon mal gut. Schmeckt ganz leicht säuerlich, hat weniger Sprudel jetzt als das Pellegrino da. Würde ich dann in eine C-Tier packen. Als nächstes Fuente Pimerva con Gas. Der schmeckt auch ganz leicht säuerlich, würde ich sagen. Und das schmeckt aber sprudeliger, darum kommt es auch in die B-Tier. Dann jetzt auch gleich mal zum Anfang nehmen wir hier mal, ich habe bei so ein paar Sachen, da bin ich mir nicht sicher, ob Sprudelwasser ist. Da steht Aquarius, bin mal gespannt, con Salz Minerals und oben steht aber auch noch irgendwas mit Bacho and Calorias. Deswegen habe ich irgendwie die Befürchtung, dass es kein Wasser ist. Weil in der Regel ist ja im Wasser nicht so viele Kalorien drin, das muss man ja nicht draufschreiben. Aber direkt mal Pacina. Es ist auf jeden Fall durchsichtig, aber es ist leicht milchig. Schaut eher aus wie eine Zitronenlimo. Oh. Also Wasser ist es nicht. Vielleicht, wenn man das schon in der Muttermilch aufgezogen hat, dann ist das ganz geil, aber so schmeckt es schon nach ziemlichem Schwanz. Also Wasser ist es nicht, deswegen machen wir noch die separate für zufällig gekaufte Sachen auf. Mit List. Und da kommt es dann ja, in der geschmeidige E-Tier rein. Als nächstes wieder relativ sicher Wasser. Agua Mineral Natural aus dem Carrefour. Das schmeckt jetzt eigentlich recht erfrischend. Ich schwanke da jetzt zwischen A und B. Aber ich gebe noch eine B. Also es gibt noch keine A, aber schon eine eher B-Plus Richtung. Aber ich hoffe, dass wir noch was Besseres finden. Jetzt kommen auch aus dem Carrefour. Ich habe die Befürchtung, dass es genau der gleiche Schwanz ist, den ich gerade schon gelutscht habe hier. Da steht nämlich auch Gaseosa drauf. Mit 0 Kalorien. Das ist aber diesmal komplett durchsichtig in dieser Plastikflasche. Deswegen hatte ich gehofft, dass es vielleicht einfach so was wie Gaswasser, Gaseosa ist. Oder also Soda, keine Ahnung. Also. Okay, nee. Ist der gleiche Schwanz wie gerade eben. Nur wirklich diesmal durchsichtig. Ja,
Da hat einer nach dem Ballermann reingepisst in die Flasche. Der schmeckt so ein bisschen Zitronenlimo-mäßig, aber nicht wirklich. Ja. Ja, also in diese Gaseosa-Tier ist es auf jeden Fall mal besser als das andere. Also das kommt in die D-Tier. Aber es ist trotzdem relativ grausig. Also wenn man auf Gaseosa steht, dann ja, kann man das Leben auch gleich beenden eigentlich. Dann haben wir Eliqua 2 Aqua con Gas Sparkling Natural Mineral Water. Das hört sich auch wieder vertrauenswürdig an. Ist auch recht erfrischend. Kommt auch in die B-Tier. Also ist auch gut sprudelig. Schmeckt auch gut. Ich bin ein bisschen überrascht, also von den Sachen, wo ich nicht gefällt habe, weil Gaseosa Schwanz draufsteht, dass die doch ziemlich gut schmecken, die Wasser. Hätte ich irgendwie nicht gedacht. Ich dachte, in Spanien ist Sprudelwasser gar nicht mal so verbreitet. Vielleicht ist das jetzt auch ein Mallorca-Phänomen. Dann haben wir hier Aqua Mineral con Gas aus dem Spar. Schmeckt auch recht gut. Aber ich würde sagen, ein bisschen weniger Sprudel als die anderen gerade. Darum zählt hier, aber ist jetzt auch kein schlechtes Wasser. Dann kommt jetzt die Buddel, auf die ich am meisten schon Bock habe. Ich will sie unbedingt sehen. Da steht immerhin Aqua de Soda drauf. Da steht nicht Gaseo Soso oder wie auch immer drauf. Und ich glaube, man schießt da jetzt einfach dieses Wasser rein. Also wie wenn man jetzt an einer Bar steht und mixt. Aber ich habe keine Ahnung, auch wie dieser Apparat hier funktioniert. Muss ich hier drauf drücken? Nee. Um was geht's hier? Ups, jetzt ist abgerissen. Oh, oh, oh! Oh, yes! Jetzt habe ich hier so ein kleines Gewehr. Kann ich jetzt hier so spritzen? Wow! Oh, da ist noch so ein Deckel vorne drauf. Oh, yes! Das ist ja mal brutal! Oh, yeah, baby! Oh, das ist ja mal nice. Ah, erfrischend. Erfrischung pur. Das hätte ich vielleicht später machen sollen. Dafür schmeckt es aber Schwanz. Also hier Flasche Pajén. Dafür gehört es eigentlich in die Sicheltier. Aber Wasser ist echt Schwanz. Also nur wegen Wasser, also nur fürs Wasser kommt es in die D-Tier, glaube ich. Hier, ja. Aber weil es so pornös ist, kommt es in die Sichel hier. Oh. So, also der Tisch oder der Lisch ist wieder trocken. Also machen wir weiter. Ich bin noch schön nass, weil kann man nicht ausschließen, dass noch was probiert. Ach nee. La Lasera Gaseososa. Das ist auch wieder komplett durchsichtig. Wieder ein paar Gen wahrscheinlich. So, das ist wieder hier dieser Zitronenschwanzung. Das ist auch schon abgelaufen oder was? Oder ist das Apfeldatum? Da steht 11.04.23 drauf. Wir sind jetzt gerade, ist der 31. Mai. Hier 11.04.23, ich hoffe, ihr könnt sehen. Einmal so gestempelt und einmal so eingraviert. Keine Ahnung, ob das Abfüllung ist oder nicht. Ja, schmeckt wieder an dem gleichen Mal. Schmeckt jetzt nicht ganz so gaseososig, aber ist auch eine D-Tier. D-Tier gaseososig? Dann kommt hier jetzt der Fonda oder der Fortniter. Ah, Fortnite. Hotstell, Fortnite. Der Fonda doch ein Handy. Fortnite schmeckt gut. Fortnite. Da schwanke ich jetzt auch zwischen A und B. Aber es kriegt auch eine B. Mir fehlt noch mal so ein ganz kleiner Tick von irgendwas. Aber die sind nicht schlecht. So, dann kommt hier die fancyste Flasche wahrscheinlich. Hier so eine richtig schön blaue Sparkling Water. Ich weiß aber nicht genau, was drauf steht. Solange de Cabras steht hier drauf. Das schaut auf jeden Fall richtig fancy aus. Oh, hier, es glubbelt auch so schön. Glubbel, glubbel. Schmeckt aber nicht so schön, wie es ausschaut. Schmeckt nur C-Tier gut. Dann kommt hier jetzt das Wasser hier vom Lidl. Das gibt es im Lidl. Das Manatalia Fuenski Spasto Wasser. Wow. Wirklich. Das schmeckt jetzt am fadsten von allen bisher. Das ist noch okay. Aber
ganz ehrlich, ist schon deutlich schlechter als die anderen. Also das kommt nur in die D-Tier. Einfach zu wenig Sprudel und Geschmack. Na, am Lidl muss natürlich direkt der Aldi kommen mit Fuente Aquarello. Ne, Aquilio. Aquilio, ah. Gut, Aquilio. Schmeckt gut. Und dann kommt jetzt mal der Aldi in die A-Tier mit dem Aldi-Wasser. Aber Aquila. Das schmeckt echt gut. Font Bellagas. Die meisten sind ja aber echt in der Plastikflasche. Ich glaube, ich habe sie auch gar nicht in einer Glasflasche gesehen. Das finde ich auch ganz interessant. Ich meine, nachdem wir alle aus dem gleichen Glas trinken, ist es relativ wumpe. Wenn man sie halt so direkt trinkt, dann finde ich die Glasflasche natürlich schon immer attraktiver. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Da bin ich zwischen C und D und ich glaube, das kommt noch in die D-Tier. Das ist sogar relativ sprudelig, aber... Ja, Wasser soll nach nichts schmecken, aber das schmeckt schon besonders nach nichts. Also irgendwie, da hat's was. Jetzt kommt das Petruska-Wasser. Petruska. Okay. Petruska am Arsch. Bäh. Das schmeckt richtig beschissen. Wenn ich das hier, wenn ich einen Brand hab, trinke oder wenn ich so richtigen Schädel hab, dann kotze ich aber im Strahl. Vielleicht wird es davon besser, aber das Wasser ist ja mal sowas von für die Rille. Wer hat sich denn da wieder nicht gespürt? F-Tier. Widerlich. Ist wieder so eine offen gestandene Schwanzung, die da zwei Wochen lang irgendwann in der Sonne gestanden hat. Jetzt kommt hier irgendwie ein Magma-Wasser oder wie auch immer das heißt. Magma de Cabriora. Genau so heißt es wahrscheinlich. Oh, das hat der mal schon überhaupt keinen Sprudel gemacht. Oh, Scheiße. Das kann doch nix. Ich überlege mir gerade, ob ich es ausgespuckt hätte. Was? Bäh. Bäh. Das hat hier noch weniger Sprudel als das gerade eben. Das ist so ein extra Still mit Anti-Still vom Spürungsstill, das in der Sonne gewichst wurde. Was? Wer denkt sich denn so eine Scheiße aus? Ja, das kommt in die Ranzbärentier. Das ist ja noch grausiger als die Scheiße von gerade eben. Ist ja widerlich. Bah. So, und als letztes kommt hier noch Vichy Katana in so einer Flasche, die hat hier wie so, ich sag mal, Gepardenflecken eingraviert. Okay. Direkt nicht genutzt. Perfekt, aber immer einen kleinen Sprudel zu haben. Vichy Katana. Das ist ja noch übler. Boah, das ist noch übler als das von gerade eben. Bah! Ja, das ist ganz. Das hat irgendwie Sprudel, aber das hat irgendwie überhaupt keinen Sprudel. Das ist wirklich so richtig schön feinperlig, was dir so den Gaumen streicheln möchte und sich ganz mal schnell ficken gehen kann. Was soll denn so eine Fixe? Bah! Bah! Das ist ja noch schlimmer. Ich dachte, das wäre noch gut. Das hat immerhin seriös ausgeschaut. Also, das kommt auch in... es kommt nicht in die Ranzbärentier, es kommt in den doppelten Ranzbär. Also, wirklich, ich habe noch keinen doppelten Ranzbär vergeben, aber... Bah! Bah! Widerlich! Ekelhaft! Ekelhaft. So, Grüß im Boss. Das war's jetzt mal wieder. Wir haben jetzt 17 vermeintliche Wasser getestet, plus dieses San Pellegrino am Anfang, also 18 Wasser, von denen dann aber auch drei so eine widerliche Gaseososung waren. Und beim Rest das nächste Mal am Ballermann. Ihr wisst Bescheid, ich weiß Bescheid, welche Schwänze nicht. Einfach rein da. Rein, Pajamen. Also, Pajamen und 60.